Servus, ich bin der Daniel von Kestle und ich werde euch jetzt die TX-A3 präsentieren. Wie bereits gesagt, sind der TX87 und TX93 unsere beiden beliebtesten Skitourenmodelle. Aus diesem Grund haben wir diese beiden Modelle hergenommen und aus ihnen Up-Modelle entwickelt. Was heißt das? Beim TX-Up handelt es sich um eine etwas abgespeckte Form des TX, wie man auf ein paar Features verzichtet. Zum Beispiel haben wir im vorderen Bereich kein Holotech Luminous mehr, sondern nur mein Holotech 3.0. Das heißt, es leuchtet zwar nicht mehr, aber wir haben trotzdem noch Gewicht ausgespart, um den Ski, was beim Tourenski sehr wichtig ist, sehr leicht zu machen. Zusätzlich haben wir hier eine gebürstete Schutzoberfläche und eine Semi-Cap-Sandwich-Sidewall-Konstruktion, was den Ski einfach etwas langlebiger macht und die Oberfläche widerstandsfähiger. Im Kern sieht dieser Ski auch etwas anders aus als der normale TX. Beim normalen TX haben wir reines Palovni-Holz verbaut. Hier haben wir eine Mischung aus Pappel und Palovnia und zusätzlich haben wir auch auf das Carbon verzichtet. Das heißt, wir haben nur Glasfaser zusätzlich im Holzkern verbaut, was den ganzen Ski etwas schwerer macht, aber dadurch auch ein anderes und abfahrtsorientiertes Erlebnis vermittelt. Hier bei mir habe ich den TX Up 87. Das ist das schmälere Modell, das ist eher aufstiegsorientiert. Daneben gibt es noch den TX Up 93. Das ist dann wiederum etwas mehr abfahrtsorientiert und macht im Powder schon wirklich Spaß. Wenn es euch interessiert, was hinter dem TX Up und auch hinter den anderen Tourenmodellen steckt, dann schaut es bei uns auf der Webseite unter kestle.com vorbei. Und bis dahin, ciao.